Ziel erreicht. Hans-Georg Maaßen ist nicht mehr im Amt. Ergebnis einer konzertierten Hetzjagd, und an dieser Stelle ist der Begriff durchaus zulässig, auf den Verfassungsschutzpräsidenten. Es lohnt sich, die Ereignisse, die zu seiner Entlassung führten, zu rekapitulieren, um einen klaren Blick auf die Hintergründe zu erlangen. Nach all den Messerattacken, Morden und Vergewaltigungen sterben in Chemnitz und Köthen zwei weitere Bürger durch die Hand von Merkels Gästen. Die mediale Empörung darüber hält sich allerdings eher in Grenzen. Stattdessen konzentriert sich die Aufmerksamkeit sehr schnell auf angebliche Hetzjagden auf Migranten. So jedenfalls wird es von Regierungssprecher Seibert und der Kanzlerin verbreitet. Einige sprechen sogar von Pogromen gegen Ausländer. Bei den kritischeren Beobachtern kommen schnell Zweifel auf, ob diese Behauptung aus Merkels Abteilung Agitation und Propaganda nicht von den eigentlichen Ereignissen ablenken soll. Als Rufe laut werden, die angeblichen Videobeweise für diese ungeheuerlichen Behauptungen endlich vorzulegen, präsentiert man ein 19-sekündiges Video, auf welchem eine Person einer zweiten für wenige Meter nachläuft, also Bilder ohne jegliche Aussagekraft. Schnell stellt sich heraus, dass dieses Material von der Seite Antifa-Zeckenbiss stammt, also einem Teil der linksextremen Organisation, die die Verwüstungen in Hamburg während des G20-Gipfels zu verantworten haben. Es wird vielleicht dem einen oder anderen einleuchten, dass diese Quelle nur bedingt vertrauenswürdig und damit nur bedingt tauglich ist, den gesamten politischen Diskurs in unserem Land zu bestimmen. Dies wird dann umso klarer, nachdem der Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft Sachsen bestätigt: Nach allem uns vorliegenden Material hat es keine Hetzjagden gegeben. Auch der sächsische Ministerpräsident Kretschmer, der ja eigentlich recht gut informiert sein sollte, bestätigt, es gab keinen Mob, keine Hetzjagd und keine Pogrome. Nach diesen Aussagen war also klar, dass die Propagandalüge, die aus dem linksextremen Netzwerk stammt, von Medien und Politik ungeprüft übernommen wurde. Was also war falsch daran, als der Verfassungsschutzpräsident Maaßen in seinem Interview wörtlich sagte: Es liegen dem Verfassungsschutz keine belastbaren Informationen darüber vor, dass solche Hetzjagden stattgefunden haben. Und es gibt keine Belege dafür, dass ein in TV und Internet gezeigtes Video, das Hetzjagden zeigen soll, authentisch ist. Maaßen sagte weiter: Nach meiner vorsichtigen Bewertung sprechen gute Gründe dafür, dass es sich um eine gezielte Falschinformation handelt, um möglicherweise die Öffentlichkeit von dem Mord in Chemnitz abzulenken. Es handelt sich also um eine vorsichtige eigene Bewertung. Und das ist ja nun wohl auch durchaus zulässig. Eine Bewertung, der sich ein normal klar denkender Mensch zu diesem Zeitpunkt einfach nur anschließen musste. Man sollte sich also vielleicht einmal die Frage stellen, warum Maaßen nun dennoch in einer konzertierten Aktion aller linken Kräfte aus dem Amt gemobbt wurde. Menschen mit einem gewissen politischen Gespür dürfte aufgefallen sein, dass sich die Medien nach den berechtigten Demonstrationen in Chemnitz wie verabredet auf eine neue Strategie einschossen. Trotz der Tatsache, dass der von der AfD initiierte Trauermarsch absolut ruhig und gewaltfrei blieb, versuchte man plötzlich mit allen Mitteln eine Nähe zu einer kleinen Gruppe von Problempersonen zu konstruieren, die sich unerwünschterweise der Veranstaltung anschlossen. Gleichzeitig einigte sich Merkels fünfte Kolonne offensichtlich darauf, im Zusammenhang mit der AfD nicht mehr nur despektierlich von Rechtspopulisten, sondern nun von Rechtsradikalen zu sprechen, die, wen wundert es,
vom Verfassungsschutz beobachtet werden müsse. Dazu freilich braucht es einen Verfassungsschutzpräsidenten, der korrupt genug ist, die einzige Partei, die die Rückkehr zur Rechtsstaatlichkeit fordert und die verantwortungslosen Rechtsbrüche der Bundesregierung verurteilt, auf diese Weise zu stigmatisieren. Mit der dafür notwendigen Umbesetzung einer Schlüsselposition schließt sich dann der Kreis. Der Marsch durch die Institutionen ist nämlich erst dann zu Ende, wenn die Reste unserer Demokratie endgültig durch eine linke Gesinnungsdiktatur ersetzt sind. Fassen wir also zusammen. Nach weiteren Morden, begangen durch ausreisepflichtige, aber nicht abgeschobene Migranten, werden diejenigen, die gegen dieses Unrecht demonstrieren, kriminalisiert, von der Kanzlerin und ihren Systemmedien eine Propagandalüge erfunden und verbreitet, die auf einem Filmschnipsel der linksextremen Antifa basiert. Derjenige, der diesen Falschdarstellungen widerspricht, wird anschließend gefeuert, was gleichzeitig den Spielraum für die strategische Neubesetzung einer Schlüsselposition eröffnet. Wer angesichts dieser Umstände noch immer nicht erkennt, dass das System Merkel auf die Beendigung demokratischer Meinungsfreiheit abzielt und deshalb den Widerstand aller Demokraten fordert, dem kann ich nur noch sagen, wer in der Demokratie schläft, wird in der Diktatur aufwachen.